Herzlich willkommen zu unserer Facebook-Live-Sendung. Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat gestern angekündigt, dass in Kürze die amerikanischen Truppen, die in Nordsyrien stationiert sind, abgezogen werden. Und wir wollen heute mit unserem Nahostreferenten Kamal Sido, der zwar erkältet ist, aber immer noch genug Energie hat, um auf seinem Handy rumzuspielen, über die Situation in Nordsyrien zu sprechen, über die eventuellen Konsequenzen, sollten die Amerikaner tatsächlich ihre Truppen abziehen, über die Lage in Nordsyrien, die Menschenrechtssituation und über die Pläne des türkischen Präsidenten Erdogan, eventuell auch andere Teile Nordsyriens anzugreifen. Kamal, die Ankündigung von Donald Trump hat gestern viele Leute überrascht, unter anderem auch das eigene Verteidigungsministerium, das eigene Außenministerium, die amerikanischen in Syrien stationierten Soldaten. Hat es dich auch überrascht? Zum Teil ja. Wir wussten, dass die Amerikaner irgendwann dann abziehen, weil immer wieder Forderungen gab seitens des Regimes, seitens Russland, aber auch die Türkei haben aufgefordert, der Iran, dass alle Truppen Syrien verlassen sollen, außer den russischen, die offiziell von Assad, von dem Diktator Assad eingeladen worden sind. Aber dass die auf diese Art und Weise irgendwie abgezogen werden, war ich überrascht. Allerdings muss man dann, wenn man die Biografie von Trump kennt, seine Twitter und so weiter in den letzten Monaten und Jahren, das ist keine Überraschung. Aber das ist nicht gut für die Menschen im Nordosten von Syrien. Trump sagt ja, ihr habt übrigens die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Die werden dann von Johanna, unserer Redakteurin der Zeitschrift Pogrom, vorgelesen. Trump sagt, der ISIS, also der Islamische Staat, ist besiegt. Stimmt das überhaupt? Der Islamische Staat hat noch Territorien sowohl auf dem Gebiet Syrien als auch auf dem Gebiet Irak. Kleinere Territorien, aber er besitzt Territorien. Vorgestern hat er in Raqqa zugeschlagen. Vor einigen Wochen hat er nicht weit von Deir ez-Zor die Posten der syrischen demokratischen Kräfte und der Amerikaner angegriffen. Also der IS ist nicht am Ende. Er kann wieder gestärkt werden. Und in diesem Zusammenhang macht man der Türkei, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, den Vorwurf, diese Drohungen, die er jetzt begonnen hat von einigen Tagen, führen auch dazu, dass der Islamische Staat auch gestärkt wird. Vielleicht könntest du noch mal kurz die Situation in Nordsyrien von Afrin bis zur irakischen Grenze darstellen, wie sie in diesem Moment sich gestaltet. Also wenn man die Karte Syrien vor den Augen hat, im Nordwesten des Landes, die Provinz Idlib ist unter Kontrolle der syrischen Rebellen, meistens oder fast alle sind Islamisten, Al-Qaida und andere Islamisten, die unter der Kontrolle der Türkei stehen, mehr oder weniger. Dann haben wir Afrin im äußersten Nordwesten, das ist auch. Diese Region ist auch unter der Kontrolle der Türkei. Dann haben wir Hazas, gehört zu Aleppo, Nord-Aleppo unter der türkischen Besatzung. Dann Jarablus, Al-Bab. Dann kommt der Fluss Euphrat, also bis zum Fluss Euphrat. Das ist quasi der Westen vom Euphrat. Und im Osten von Euphrat beginnt Kobane. Kobane gehört noch zur Provinz Aleppo. Und dann geht bis zum Fluss Tigris im Nordosten des Landes. Etwa 30% der syrischen Territorium wird von der syrischen demokratischen Kräften kontrolliert, die von den Amerikanern und anderen westlichen Regierungen unterstützt werden im Kampf gegen den Islamischen Staat. Der Rest unter der Kontrolle des Diktators Assad. Plus die Provinz, wie gesagt, Idlib und die nördlichen Gebiete von Aleppo unter der türkischen Okkupation. Mit Kobani hat ja die amerikanische Intervention vor 4, 4,5 Jahren begonnen. Was war damals nochmal die Legitimation bzw. der Grund dafür, dass die Amerikaner sich auch in Syrien engagiert haben? 2012, verstärkt 2013,
ist der Islamische Staat mit der ganzen Kraft auf dem Territorium Syrien entstanden. Bei Aleppo damals hat man, also die Kämpfer des Islamischen Staates haben Afrin auch in Blockade genommen, wurden immer stärker. Von vielen Gegnern von Assad wurde der Islamische Staat als eine oppositionelle Gruppe, die gegen die Diktatur von Assad kämpft. Der Islamische Staat war beteiligt an allen Kämpfen, die dazu geführt haben, dass Assad-Truppen aus Idlib, aus Aleppo und so weiter vertrieben worden sind. Im August, also Juli, im Juli, Juni hat der Islamische Staat Mosul angegriffen. Im Irak. Im Irak am 3. August hat der IS die Jesiden im Nordwesten vom Irak angegriffen, massenweise die Jesiden getötet, Tausende von jesidischen Frauen wurden verschleppt. Und da hat Obama entschieden, mit Luftschlägen zu den Jesiden zur Hilfe kommen. Und irgendwann wurde der Islamische Staat dann wurde immer stärker. Raqqa wurde vorher, wie gesagt, besetzt. Und von Raqqa aus hat der Islamische Staat die kleine kurdische syrische Stadt Kobane angegriffen. Die kurdischen Verteidiger, die YPG, die Volksverteidigungskräfte, Männer und Frauen haben versucht, die Stadt zu verteidigen. Der IS war aber sehr gut ausgerüstet. Und als die Situation immer dramatischer wurde für die kurdischen Kämpfer, haben die Amerikaner damals die Türkei irgendwie vor der Wahl gestellt. Entweder kommen die Amerikaner direkt zur Hilfe den Kurden in Kobane oder die Türkei muss helfen. Erdogan hat sich damals gefreut, weil faktisch der Islamische Staat in Syrien und im Irak entweder mit Unterstützung der Türkei oder mit Duldung der Türkei ist stärker geworden. Kamen die Amerikaner, wie gesagt, mit der Luftwaffe zur Hilfe. Auch irakische Kurden, Peshmerga, kamen über die Türkei den syrischen Kurden zur Hilfe. Und nach wurden dann die Islamisten zurückgeschlagen. Und irgendwann wurde auch Raqqa befreit und Manbij und so weiter. Wie gesagt, heute befindet sich etwa 30% des Territoriums Syriens unter der Kontrolle der syrischen demokratischen Kräfte. Das sind nicht nur Kurden, das sind arabische Demokraten, das sind Assyrer, Chaldäer, Aramäer, Armenier, Jesiden. Also das ist eine multiethnische, multireligiöse Truppe, die erfolgreich seit Jahren gegen den radikalen Islam, gegen den Islamischen Staat kämpft. Es gibt eine Frage. Ja, wir haben eine Frage, nämlich was bedeuten die Drohungen der Türkei für die Zivilbevölkerung? Also wir wissen, was ist mit Afrin. Übrigens in Afrin bin ich geboren, geschehen ist. Also das gleiche Szenario wird sich wiederholen. Hunderttausende von Menschen werden fliehen, in den Süden wahrscheinlich. Da sind auch verschiedene Volksgruppen, Kurden, Araber. In Kamischli sind auch viele Assyrer, Aramäer zu Hause, Christen, aber auch einige Jesiden noch in einigen Dörfern. Alle werden dann sich auf den Weg machen in verschiedenen Richtungen. Das wäre eine humanitäre Katastrophe für die Region. In den letzten Jahren hat man dort Selbstverwaltungsstrukturen aufgebaut, die kann man kritisch betrachten, die Arbeit, die geleistet wurde. Aber wenn man vergleicht das, was die dort gemacht haben mit anderen Gebieten, mit den Gebieten unter der Kontrolle des Regimes, es waren Ansätze für eine demokratische Entwicklung. Und wenn die sich an dem Prozess für die Erneuerung Syrien beteiligt hätten, diese Administration, diese Gruppen dort, dann wäre dann für ganz Syrien sehr gut. All das ist jetzt in Gefahr. Also Erdogan freut sich, Putin freut sich, ja, die radikalen Islamisten freuen sich. Der Iran freut sich auch. Was ist denn die Motivation von Erdogan, wenn man nach einem Bericht der New York Times geht von gestern? Da wurde gesagt, dass Erdogan gegenüber Trump gesagt haben soll, es wird eine türkische Invasion geben. Jetzt gehen wir davon aus, dass Erdogan tatsächlich das Ziel hat, auch in anderen Teilen Nordsyriens einzufallen. Was könnte seine Motivation dafür sein?
Also wie gesagt, die offizielle Doktrin des türkischen Staates, nicht nur von der türkischen Regierung unter Erdogan, war immer gewesen, egal wo eine kurdische Selbstverwaltung, eine kurdische Autonomie entsteht, zu bekämpfen. Also türkischen Politikern gehört die Aussage, selbst wenn in Südafrika eine kurdische Autonomie entstehen würde die Türkei diese Autonomie bekämpfen. Das ist die offizielle Doktrin des türkischen Staates seit vielen Jahren, die ich nicht verstehe und gar nicht nachvollziehen kann, weil eine friedliche Lösung der Kurdenfrage innerhalb der Türkei, eine Versöhnung, Ausgleich zwischen den Türken und Kurden, kommt der Türkei insgesamt zugute. Das Land wird stabilisiert. Die Türkei wird immer wieder kritisiert, heftig wegen Menschenrechtsverletzungen an Kurden und so weiter. Der Prozess zum Beispiel Beitritt in die EU, unter anderem auch wegen der Krieg gegen die Kurden, kam nicht zustande. Also eine Lösung der Kurdenfrage wäre auch für die Türkei insgesamt gut. Aber Erdogan instrumentalisiert die Religion, Nationalismus, um seine Macht zu befestigen. Er bekämpft jede Gruppe, jede Person, die ihm in dem Weg steht. Wir wissen, was mit Gülen-Bewegung, das ist eine Bewegung eigentlich sehr ähnlich wie die türkische Partei AKP von Erdogan. Aber als Gülen kritischer wurde, dann hat er angefangen, dann die Anhänger von Gülen festzunehmen, und zwar Zehntausende. Und Erdogan nutzt auch den Mord der Saudis an dem saudischen Journalisten Khashoggi im türkischen Konsulat in Istanbul. Istanbul, beziehungsweise im saudischen Konsulat und in der saudischen Botschaft in Istanbul. Seitdem ist Erdogan im Westen wieder ein beliebterer Partner. Er hat dieses schreckliche Verbrechen der Saudis ausgenutzt. Also es gibt Gerüchte, dass die über dieses Telefonat zwischen Erdogan und Trump berichten. Als Erdogan die amerikanischen Truppen erwähnt hätte, da hätte Trump gesagt: Wie bitte, gibt es noch amerikanische Truppen dort? Ich will nicht sagen, das ist die Wahrheit, aber das zeigt, wie unberechenbar der amerikanische Präsident ist. Es gibt heute in den Zeitungen, glaube ich, eine Aussage oder ein Interview mit einem Manager von Trump, wie seine Aussagen in den sozialen Medien entstehen und so weiter. Also er ist ein unberechenbarer Politiker, sowohl für eigene Leute als auch für die Verbündeten. Also Frankreich, England sind auch beteiligt, verschiedene andere Staaten waren beteiligt, die deutsche Bundesregierung ist beteiligt mit AWACS und so weiter. Alle sind überrascht. Wir wissen von Aussagen von Frau Merkel, dass dieser Präsident unberechenbar ist. Und Khashoggi, zurück zu Khashoggi, in der islamischen Welt findet eine Konkurrenz statt zwischen den Schiiten und den Sunniten. Iran versteht sich als Schutzmacht der Schiiten, Saudi-Arabien wiederum als Schutzmacht der Sunniten. Da findet Konkurrenz, Kampf um die Vorherrschaft in der islamischen Welt. Die Türkei hat sich in den letzten Jahren gemeldet, und da gab es Konflikt zwischen den Saudis und den Türken, ich meine dem Staat. Die Saudis haben eine schlechtere Ausgangsposition, die Türkei mit einer entwickelten Wirtschaft und so weiter, besseren Staatssystem als Saudi-Arabien, hatte bessere Chancen. Und als dieser neue Prinz zur Macht kam, dann Erdogan befürchtet, dass die Saudis, die haben auch viel Geld, die heiligen Städte der Muslime, Mekka und Medina, liegen auf dem Territorium Saudi-Arabien. Da könnte für Erdogan eng werden als Schutzmacht der Sunniten. Das ist unter anderem ein Grund. Und deswegen ist Erdogan eine Allianz mit dem internationalen Islamismus eingegangen, mit den Moslembrüdern. Die AKP ist eine islamistische Brüder. In Ägypten heißen die Moslembrüder, in der Türkei heißt die AKP. Es gibt hier eine Frage. Ja, wir haben eine Frage als Nachricht reinbekommen, nämlich: Wäre ein Angriff für die Türkei diesmal schwieriger als auch auf Frieden? Ich bin kein General, ich bin kein Militärexperte. Also mit großen Schwierigkeiten kann ich die Situation in Syrien
analysieren. Ich weiß nicht, ob es schwieriger ist. Es gibt schwierige Momente, schwierige Faktoren, die zu einer Schwierigkeit für die Türkei führen, aber andere Faktoren, die es einfacher machen. Eine Schwierigkeit für Afrin war, Afrin ist eine bergige Gegend und die Region bestand vor allem, also in der Region lebten vor allem Kurden, mehrheitlich fast 80-90% Kurden und Berge. Dieses Gebiet, von dem wir gerade reden, im Osten von Euphrat, das ist ein offenes Gelände, das ist eine Ebene. Und dort sind verschiedene Volksgruppen. Da gibt es auch Konflikte zwischen den Arabern und Kurden, Assyrern, Chaldäern, Aramäern und so weiter. Also wie gesagt, es gibt sowohl, aber das Gebiet hinter dem Euphrat ist viel größer und dort gibt es mehr Möglichkeiten. Wenn jemand den Kurden zur Hilfe kommt, ist es viel einfacher. Der Irak ist da, Afrin war faktisch eingekesselt von allen Seiten. Dieses Gebiet ist viel größer hinter dem Euphrat und nicht eingekesselt. Da gibt es, wie gesagt, Korridore zu Irakisch-Kurdistan, zu der Republik Irak, von Schiiten beherrscht. Auch das Regime ist hinter dem Euphrat, ich meine im Süden von Euphrat. Also das Gebiet ist nicht vollständig belagert. Nächste Frage. Ja, werden die Kurden von den USA fallen gelassen, jetzt wo der IS fast besiegt ist? Wir haben 2016 immer wieder den Amerikanern vorgeworfen oder aufgefordert, die Kurden nicht im Stich lassen, weil es gab immer Vermutungen, dass die Amerikaner irgendwann die Truppen abziehen. Wir haben die Politik der USA auch kritisiert, weil sie kein Konzept für Syrien nach Assad haben, nach dem IS. Das ist wichtig, ein Konzept zu haben. Dieses Konzept gab es vielleicht zum Teil, aber mit Trump ist es noch schwieriger geworden, überhaupt ein Konzept zustande bringen. Die Kurden sprechen schon von Verrat, aber man muss ehrlicherweise sagen, die Amerikaner haben den Kurden nie gesagt, wir werden euch für immer schützen. Die haben gesagt, die sagen immer wieder, wir sind da, um gegen den Islamischen Staat zu kämpfen. Das ist unsere Aufgabe. Allerdings in den letzten Monaten haben sie diese Aufgabe erweitert. Wir sind da, den Islamischen Staat zu bekämpfen, zu besiegen und dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder stärker wird und den Einfluss von Iran zu begrenzen. Die beiden anderen Aufgaben sind nicht erfüllt. Die Kurden haben aber für die Amerikaner, die Kurden sagen, dass sie für die Amerikaner gekämpft haben. Natürlich haben die für sich gekämpft, haben ihre Familien verteidigt, geschützt, aber auch für den Westen, für die Amerikaner gekämpft, gegen den Islamischen Staat. Und dieser Islamische Staat ist eine Gefahr für uns alle. Wir wissen, was die mit den Christen in der Nineveh-Ebene bei Mosul gemacht haben, was die mit den Jesiden, was die mit den christlichen Minderheit auch bei Maalula und so weiter gemacht haben. Das ist bekannt. Also dieser Islamische Staat auch für die Muslime selbst in eine große Gefahr immer gewesen. Nächste Frage. Hat Deutschland Einfluss in Syrien? Bitte die Ob Frage wieder. Deutschland Einfluss hat in Syrien? Deutschland hat Einfluss in Syrien, aber der größte Einfluss haben die USA und die Russen. Deutschland konnte zusammen mit Frankreich und Großbritannien eine Rolle spielen, also wie der EU, aber die haben Probleme. Frau Merkel hat zu Hause Probleme, Macron hat zu Hause Probleme und Frau May ist mit Brexit und so weiter beschäftigt. Alle zusammen könnten eine bestimmte Rolle spielen, mehr Druck auf die Türkei zu üben, dass Erdogan dieses Gebiet nicht angreift, weil das verschärft, das führt zu einem Chaos. Es gibt schon Chaos in Syrien und ein neuer Krieg führt zu mehr Chaos in Syrien und eine große Katastrophe, humanitäre Katastrophe für die Zivilbevölkerung dort. Lass uns mal kurz über das sprechen, was seit Anfang dieses Jahres in Afrin passiert ist. In Afrin, hast du ja schon gesagt, Nordwestsyrien, kurdisch überwiegend von Kurden bewohnt. Es gab aber auch
religiöse ethnische Minderheiten. Wie hat sich deren Situation seit der türkischen Invasion verändert? Also die Menschen in Afrin, mit denen wir im Kontakt sind, und wir sind im Kontakt, weil ich in der Region geboren bin, nicht nur weil ich Menschenrechtler, Mitarbeiter der Gesellschaft für bedrohte Völker bin, weil ich dort geboren bin, wie gesagt, wir stehen im Kontakt, die sagen, sowas hat Afrin noch nie in ihrer Geschichte erlebt. Also wenn eine fremde Macht eine Region besetzt, da gibt es auch Verpflichtungen dieser Macht, für die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu sorgen. Die Zivilbevölkerung hat seit Januar bzw. nach der Eroberung im März 2018 überhaupt keine Sicherheit. Die Menschen haben Angst, ihre Häuser zu verlassen. Jeden Tag werden Menschen verhaftet, getötet. Die Olivenhaine der Kurden werden in Brand gesetzt, Wälder werden in Brand gesetzt, Vieh wird gestohlen und geschlachtet. Also das sind faktisch Raubzüge, die jeden Tag passieren. Es gibt Berichte auch über Misshandlungen von kurdischen Frauen. In Afrin gab es immer eine tolerante Atmosphäre. Die Menschen dort waren überwiegend tolerant. Ist eine christliche Gemeinde entstanden mit etwa 1200 Menschen. Das war eine evangelische Kirche. Die haben sogar offiziell eine nationale Kirche in Afrin gegründet. Gottesdienste, Weihnachten wurden live übertragen. Im Radio Voice of America hat berichtet dort von der Gemeinde, das ist alles verloren gegangen. Die Menschen sind geflohen, weil die Christen, die dort lebten, sind vor allem konvertierte Christen gewesen und die sind vogelfrei. Sowohl die türkische Armee, die türkischen Soldaten als auch die Islamisten hätten jeden umgebracht. Dort ist in Afrin waren viele Jesiden zu Hause. In den letzten Jahren entwickelte sich eine gute Atmosphäre zwischen den kurdischen Muslimen und Jesiden. Auch für die Jesiden ist es unmöglich geworden zu leben. Viele sind weg. Da gab es eine kleine alevitische Minderheit. Die haben auch es schwer. Viele sind weg. Du hast im letzten Jahr häufiger ein Video gezeigt, auf dem sieht man, wie auf der Universität in Afrin junge Frauen, junge Männer frei Bildung genießen können. Wie geht es denen jetzt wahrscheinlich? Können die weiter zur Universität gehen? Und das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Frauen dürfen nicht mehr auf die Straße ohne Kopftuch. Also es ist Vollverschleierung eingeführt. Die Menschen dürfen nicht mehr auf die Straße ohne Kopftuch. Auch an den Schulen müssen alle, auch kleine Kinder, Kopftuch tragen. Die Universität ist weitgehend zerstört. Mhm. Übrigens, ich habe einige Wochen oder Monate vor dem Angriff der Türkei der Universität hunderte Bücher von mir geschenkt. Die Bücher habe ich in meiner Studentenzeit gekauft, als ich Student war mit wenig Geld in Moskau von meinem Stipendium. Als es sehr lange dauerte und ich bin nicht zurückgekehrt nach Syrien, da habe ich gesagt, okay, da gibt es eine kurdische Universität, ganz neu in Afrin. Da habe ich meine Schwester gebeten, die Bücher der Universität zu verschenken. Auch diese Bücher sind wahrscheinlich zerstört, verbrannt und so weiter. Dort alle Fassaden mit kurdischen Schrift sind zerstört, kurdische Denkmale sind zerstört, Heiligtümer der Jesiden, der Aleviten sind zerstört, auch Moscheen werden bestohlen, also Teppiche, wertvolle Teppiche aus den Moscheen wurden in den letzten Monaten auch geklaut. Ich sage so immer scherzhaft, also in den Gotteshäusern darf man doch nicht klauen, vor allem jemand, der von sich behauptet, dass er Muslim ist, der türkische Soldat oder der Islamist, der einen gerechten islamischen Staat gründen will, aber regelrecht wurden auch Teppiche aus den Moscheen gestohlen. Mhm. Also Leute, die aus Afrin uns zuhören oder in Deutschland leben, können uns vielleicht sogar berichten. Nächste Frage. Wird die Türkei im Falle eines Angriffs deutsche Waffen verwenden? Die Türkei hat deutsche Waffen, die Türkei hat in Afrin deutsche Panzer, auch andere Rüstungsgüter verwendet gegen die Kurden. Wir haben dagegen demonstriert, wir haben damals mit Gabriel angeschrieben, aufgefordert, keine Panzer mehr oder Ersatzteile an die Türkei zu liefern. Das ist leider geschehen, auch gegen den Willen des Deutschen Bundestags, weil alle Fraktionen im Deutschen Bundestag,
haben den Krieg, den Angriff auf Afrin als völkerrechtswidrig, als Angriffskrieg bezeichnet. Die deutsche Bundesregierung, Regierung von Frau Merkel und wer war noch Außenminister von Gabriel, haben den Willen des Deutschen Bundestages, ich würde sagen, den Willen des deutschen Volkes ignoriert und trotzdem weitergemacht. Ich befürchte, auch im Falle eines Angriffs auf Nordosten von Syrien, das Gleiche wird geschehen. Erdogan, wie gesagt, instrumentalisiert die Religion und benutzt die Flüchtlinge auch als Karte. Deswegen reden wir, wir waren vor 2 Tagen in Friedland, haben oft von dem Deal Merkel-Erdogan-Deal gesprochen, also Flüchtlinge werden als Waffe gegen die Europäer, gegen Deutschland auch benutzt. Frage. Ja, nächste Frage. Wie steht Deutschland zu den Drohungen der Türkei gegen syrische Kurden? Also, es gab eine. Entschuldigung, ich bin ein wenig krank. Es tut mir leid, ich muss viel trinken. Der deutsche Außenminister Maas hat gesagt, ein Angriff der Türkei wird die Situation irgendwie destabilisieren, die Lage, hat davon abgeraten, aber das ist keine Haltung. Also wir erwarten von der deutschen Bundesregierung eine klare quasi Absage oder eine klare Verurteilung dieser Drohungen. Deutschland muss alles tun, damit nicht zu diesen Angriffen kommt. Weil, wie gesagt, diese Angriffe, ein neuer Krieg wird die ohnehin unstabile Situation destabilisieren. Nächste Frage. Werden die Franzosen und Briten Rojava zur Seite stehen oder beistehen? Die Franzosen haben gesagt, wir bleiben vor Ort nach letzten Meldungen. Aber ich muss vorab sagen, es gibt so viele Meldungen. Wir müssen immer überprüfen, welche Meldungen richtig und welche falsch ist. Immer die Quelle anschauen. Die Franzosen hätten gesagt, dass die bleiben wollen. Die Briten finden die Entscheidung von Trump nicht gut. Aber Erdogan transportiert immer mehr Truppen zur Grenze und bereitet einen Angriff vor. Es ist auch die Position von Russland ist wichtig, was Russland dann denkt zu machen. Ich vermute, Assad und Putin werden diese Dreckarbeit von Erdogan machen lassen, weil Assad und Putin haben genug Kriegsverbrechen in Syrien begangen und die werden dann von einem NATO-Partner Kriegsverbrechen wie in Afrin begehen, dann haben die westlichen Regierungen es nicht einfacher, diese Verbrechen zu verurteilen und dann irgendwann wird Putin, das hat er immer wieder gemacht, und Erdogan unter Druck setzen und dann dieses Gebiet wieder zu verlassen. Das Ziel von Erdogan ist diese kurdische Selbstverwaltung bzw. diese multiethnische multireligiöse Selbstverwaltung zerstören und das Gebiet dort demografisch zu ändern, also die Zusammensetzung, die demografische Zusammensetzung zu ändern, dass die Kurden verschwinden. Und wenn das geschehen ist, dann hat Erdogan das Ziel erreicht. Dann kann er das Gebiet wieder an Assad zurückgeben. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit für die Kurden, jetzt noch schnell eine Abmachung mit der syrischen Regierung unter Assad und den Russen zu machen, um der Invasion Erdogans zuvorzukommen? Also ich lese seit gestern oder heute in verschiedenen Zeitungen, renommierten Zeitungen weltweit, dass die Kurden haben die Wahl zwischen der Diktatur von Assad und die Auslöschung von Erdogan. Die müssen sich entscheiden. Es gibt viele Freunde, Journalisten, die ich gut kenne, aus Israel sogar, selbst aus Israel sagen, Kamal, die Kurden haben keine andere Wahl, Kamal, die sollen mit Assad zusammenarbeiten. Wenn israelische Journalisten sowas sagen, dann zeigt, und viele israelische Journalisten sagen, ich schäme mich für diese Politik. Also selbst israelische Journalisten sagen das. Im Sinne von, Assad ist an sich ein Feind Ein Israels, Assad ist ein aber Feind, Assad unterstützt verschiedene Gruppen gegen Israel und so weiter. Selbst Israelis sagen das. Und heute gab es ein Treffen von kurdischen Parteien, nicht alle waren da, aber viele von Hamid Hajdarwish in Kamischli. Und da haben die gemeinsam eine gemeinsame Erklärung abgegeben.
die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die Kurden und andere Minderheiten. Es geht wirklich nicht nur um Kurden, es geht um Assyrer, Chaldäer, Aramäer. Das ist ein multiethnisches, multireligiöses Gebiet. Dieser Vorwurf, Separatismus, stimmt überhaupt nicht. Die Kurden in Syrien wollen keinen Staat, die wollen Autonomie, Selbstverwaltung, Demokratie, Frauenrechte, Glaubensfreiheit und so weiter für Gesamtsyrien und keinen eigenen Staat. Nächste Frage. Geht direkt quasi dazu. Was würdest du der kurdischen Selbstverwaltung raten? Ich kann der Selbstverwaltung gar nicht raten. Die lesen jeden Tag, was wir schreiben. Ich bin nicht imstande, irgendwie einen Ratschlag zu machen. Die müssen selbst entscheiden. Unsere Aufgabe ist als Menschenrechtsorganisation, das haben wir immer wieder auch gemacht, bei Zweijahresversammlungen haben wir Resolutionen verabschiedet, dass dieses Projekt geschützt wird, geholfen wird. Wir haben immer natürlich gesagt, auch die Menschenrechte müssen von der Verwaltung dort eingehalten werden. Die Minderheiten dürfen nicht benachteiligt werden. Wir müssen den freien Zugang in die Gefängnisse haben, damit wir sehen können, dass in den Gefängnissen dort nicht gefoltert. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Also mindestens 4-5 Mal waren wir in den Gefängnissen, haben wir Gefängnisse besucht. Wie gesagt, wir haben Unterstützung zugesagt und uns das Recht behalten, die Menschenrechtsverletzungen zu kritisieren. Apropos Gefängnisse, was passiert mit den ISIS-Gefangenen, die in kurdischen Gefängnissen sind? Ich weiß nicht, wenn die Leute, die die Gefängnisse schützen, dann von der türkischen Luftwaffe angegriffen werden, dann werden die IS-Kämpfer dann sich irgendwie auf den Weg machen. Ich weiß nicht, wohin. Also im Sinne von, sollte die Türkei einmarschieren und auch dann die Hoheit über die Gefängnisse haben, dann werden die Kämpfer des Islamischen Staates keinen Prozess bekommen, sondern keinen Prozess, und die Türkei hat viele Kenntnisse über die Strukturen des Islamischen Staates. In Deutschland befindet sich Can Dündar. Can Dündar hat geforscht, recherchiert über Beziehungen zwischen dem Islamischen Staat und der türkischen Regierung, und deswegen wurde dann verklagt, ist er geflohen, und Erdogan will ihn dann verhaften lassen und so weiter und hat ihm Verrat vorgeworfen. Er hätte Staatsgeheimnisse verraten. Was Can Dündar, dieser Journalist von Cumhuriyet, gemacht hat, war nur Recherche. Er hat gar nicht behauptet. Er hat nur recherchiert, wie weit die Türkei, die türkische Regierung Kenntnisse hat über diese Strukturen. Seine Agenda ist, Journalist zu sein. Ja, und das ist die Aufgabe jeden Journalisten eigentlich. Nächste Frage. Wird die YPG es in Betracht ziehen, mit dem Assad-Regime zu arbeiten? Also die Frage haben wir beantwortet. Viele sagen, also die Kurden haben die Wahl zwischen der Diktatur von Assad und Auslöschung der Türkei. Das wissen wir noch nicht. Du warst in den letzten Jahren häufiger in Nordsyrien. Du hast unter anderem in der Stadt Amuda eine Radiostation, ein Projekt besucht, ATA FM. Vielleicht kannst du ein bisschen über das Projekt und wofür dieses Projekt stehen, was erzählen. Also in Amuda, das ist eine kleine Stadt, wo die Selbstverwaltung das Zentrum hat. Also ihre Behörden sind da stationiert, direkt an der türkischen Grenze. Das Gebäude von Radio Amuda ist ein paar hundert Meter von der türkischen Grenze entfernt. Da sind junge Frauen und Männer, die ein alternatives Radio machen, weil die Regierung dort, die Verwaltung, hat eigene Medien, also staatliche Medien. Wir sind der Meinung, dass Demokratie kann sich nur entwickeln, wenn eine starke Opposition da ist und zugelassen ist und arbeiten kann, und alternative Medien. Und diese Radio ARTA FM ist ein alternatives Medium, deswegen haben wir die unterstützt. Was bedeutet, wir haben mit unseren Sympathien, mit der Zusammenarbeit die unterstützt. Das sind junge Männer und Frauen, die sagen, egal was passiert, wir sind da, wir arbeiten weiter. Die sind sehr, sehr sympathisch. Das sagen nicht nur diese, sondern auch viele andere Radiosender und Zeitungen und so weiter. Sagen, Leute, macht keine Sorgen, wir schaffen das. Aber das sind Durchhaltsparolen. Ich verstehe anders, also lasst uns nicht alleine, lasst uns nicht im Stich. Mit dieser unabhängigen Berichterstattung, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von ATA FM leisten, ist es ist ja quasi eine Ausnahme in der Medienlandschaft.
Das des Landes und des Nahen Ostens. Also sowohl im Gebiet unter der Kontrolle des Regimes als auch in den Gebieten, die von der Türkei beherrscht werden, von der syrischen Nationalkoalition. Das ist eine Ausnahme. Es gibt nicht nur ArtFM, es gibt, wie gesagt, viele, viele andere Alternativen. Die haben auch nicht einfach gehabt. Es gab immer wieder Konflikte, auch Angriffe auf ArtFM. Wir haben die immer unterstützt. Wir stehen hinter den alternativen Medien. Wie gesagt, unser Motto ist, keine Demokratie ohne starke Opposition und ohne alternativen Medien. Alternativ nicht im Sinne von einer bestimmten oppositionellen Partei zugehörig? Alternativ zu der Verwaltung. Die Verwaltung, die Regierung hat Medien, das sind staatliche Medien. Es müssen auch andere Medien geben, den Vereinen, Privatpersonen angehören, also freie Medien quasi. Mhm. Weil ich bin nicht der Meinung, dass es unabhängige Medien gibt. Ich rede immer von alternativen Medien zu den staatlichen Medien. Also 100% unabhängige Medien gibt es nicht für mich. Deswegen benutze ich lieber alternative Medien. Also alternativ zu den staatlichen Medien, die kontrolliert, zensiert werden. Und die senden, bevor wir zur nächsten Frage kommen, die senden in welchen Sprachen? Gestern hat Sirwan ein langes Gespräch mit mir geführt. Wir waren der hier. Gründer von ArtFM. Der Gründer von ArtFM. Die senden in kurzer Sprache, in Arabische, Armenische und Aramäische. Und das sind junge Kurdinnen und Kurden, Aramäer, Assyrer, das ist ein Volk. Es gibt auch Jesiden dort, aber auch Araber, Armenier sind auch dort, junge Leute, die arbeiten. Und das ist alles in Gefahr. Nächste Frage. Ja. Glauben Sie, dass Frankreich eine türkische Invasion verhindern kann? Ein Wiedererstarken des IS würde vor allem Frankreich schaden. Wir hoffen das, aber ob Macron jetzt es schafft, aber Druck auf die Amerikaner. Wir hoffen, dass die jetzt im Kongress diese Solidarisierung, diese große Sympathie in den internationalen Medien mit der Sache der Minderheit in Nordsyrien dazu bringt, dass die Amerikaner, dass Trump überdenkt diese Entscheidung. Also ich hoffe das. Aber es ist schwer vorherzusagen, denn es hat in der Vergangenheit mehrmals den Fall gegeben, dass Trump bestimmte Dinge verkündet hat, die dann aber von den ausführenden Kräften, Verteidigungsministerium, Außenministerium, nicht vollzogen wurden. Aber jetzt scheint es ihm, er hat heute wieder getwittert, ernster zu sein als sonst. Es gibt Bemühungen im Kongress, dass eine Resolution verabschiedet wird zum Schutz der Menschen in Syrien, in Nordsyrien. Also wie gesagt, man muss alles tun, weil es geht darum, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, einen neuen Krieg zu verhindern. Dann werden Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen wieder auf der Flucht sein. Wir sind fast eigentlich in der Endphase, um die syrische Krise friedlich zu lösen. Und dann beginnen wir einen neuen Krieg. Also hier Erdogan beginnt einen neuen Krieg, also eine neue Verschärfung des Konfliktes. Und das sollte er dann irgendwie nicht machen. Und das muss man verhindern. Es scheint ja vielleicht auch so zu sein, dass so jemand wie er immer Konflikte braucht, um innenpolitisch glänzen zu können. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch Spekulation. Wenn es keine weitere... Oh, mein Kollege schreibt eine weitere Frage auf, die uns gerade erreicht hat. Also es tut mir... Hast du noch Energie, Kamal? Es tut mir sehr leid, wie gesagt. Also ich bin ein wenig angeschlagen. Ich hätte gern auch bis morgen alle möglichen Fragen beantwortet. Wenn das Team, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 viele Leute hinter der Kamera mitgemacht hätten. Aber ich bin wirklich ein wenig angeschlagen. Du machst das sehr gut. Danke. Letzte Frage dann. Wird Assad eine kurdische Autonomie akzeptieren? Assad sagt, er würde, also ein Außenminister, keine Föderalismus, keine Autonomie dort dulden. Und da ist er einig mit Erdogan. Und Assad und Erdogan arbeiten auch eng zusammen in diesem Format Astana. Kasachstan, also es gibt Iran, Russland und die Türkei, arbeiten sehr eng. In diesem Fall vertreten der Iran und Russland Interessen von Assad mit Erdogan. Was würdest du Donald Trump sagen, wenn er jetzt hier neben dir sitzen würde? Ich sage, Herr Trump, twittern Sie bitte schnell und sag, wir bleiben in Syrien, bis Stabilität und Frieden zurückgekehrt ist in Syrien, in dieser Region. Wir wollen keine neuen Kriege. Wir wollen, dass Trump keinen neuen Krieg beginnt. Wir wollen aber auch, dass Erdogan keinen neuen Krieg beginnt.
Ja, vielen Dank für eure Fragen, eure Kommentare, vielen Dank an Kamal, gute Besserung. Danke. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich hoffe, der Ton war heute schon mal besser als die letzten Male. Wir haben da einiges schon gelernt, auch von den Freunden von Kamal aus Arte FM, die wir neulich besucht haben. Bis zum nächsten Mal, schönen Abend noch. Danke für die Leute hinter der Kamera, ne? Stimmt. Namen? Ja. Sag dann den Namen. Wer steht denn da? Ne? Okay.